FM1 Kickoff. Uli Forte, jetzt geht es auswärts auf Zürich. Wieder ein Auswärtsspiel. Die letzten drei Auswärtsspiele hat der FC St. Gallen alle relativ hoch verloren. Mit welcher Taktik geht man jetzt hier auf Zürich? Gut, Taktik wird hoffentlich so aufgehen, wie wir jetzt gegen Sion gespielt haben. Das war ein guter Match gewesen, von der Taktik her. Wir haben viele Torchancen herausschaffen und darum hoffe ich schwer, dass es nicht das gleiche oder ein ähnliches Spiel wird wie der vorherige Auswärtsspiel. Weil jetzt sind wir weit, weit weg von einem Sieg oder von einem Punktgewinn. Und da hoffe ich schon, dass wir an dieser Leistung, die wir gegen Sion aufgehört haben, wieder anknüpfen können. Wird es in dem Fall auch zu einer anderen Aufstellung kommen oder sind da Änderungen geplant? Ich denke, dass da plus minus ähnlich wird wieder gespielt werden, weil es ist ja gut gewesen, zeitweise sehr gut. Natürlich hätten wir am liebsten die drei Punkte eingefahren, aber das ist kein Wunschkonzert. Fußball ist immer auch ein Gegner auf dem Platz, der sich wehrt und auch die eigenen Chancen, die verwertet werden müssen. Und das müssen wir besser machen in Zürich und dann bin ich überzeugt, da können wir drei Punkte haben. FC Zürich, was sind Stärken dort? Ja, es ist eine technisch hervorragende Mannschaft, die den Ball sehr gut laufen lässt. Sie haben auch nicht so können starten, wie sie sich das gewünscht haben. Sie sind ja selbsternannte Meisterkandidaten, wenn wir uns erinnern mögen. Und auch dort stimmt noch nicht alles. Darum bin ich überzeugt, wenn wir so können auftreten können, wie jetzt im letzten Heimspiel, wo wir doch dominant oder häufig dominanter gewesen sind als sie, dann bin ich überzeugt, können wir auch den FC Zürich in Bedrängnis bringen. Der Verein sucht immer noch nach Verstärkungen. Jetzt rund um den Verein herum tobt ein Kampf oder eine Diskussion um die finanziellen Schwierigkeiten respektive die Rettungsaktionen. Was gibt es Neues von der Transferfront? Dort müssen wir sagen, dass momentan die Spieler, die wir gerne gehabt hätten, von der Sportkommission und auch von mir als Trainer, die in dieser Lohnkategorie sind, die uns hätten können, unmittelbar weiterbringen können, momentan kein Thema sind. Momentan in dieser finanziellen Situation leider nicht machbar sind. Jetzt müssen wir schauen, dass wir vielleicht kleinere Brötchen backen, in Anführungszeichen, auf einem tieferen Lohnniveau uns herumschauen. Aber dort auf dem Lohnniveau, wo wir jetzt geschaut haben, wo unmittelbar Verstärkungen geworden wären, haben wir noch kein grünes Licht bekommen vom Verwaltungsrat. Und darum müssen wir jetzt schauen, dass wir vielleicht der eine oder andere billige Lösung in Anführungszeichen könnten für die FC St. Gallen an Land ziehen. Zeithorizont ungefähr? Ja gut, es ist so, dass der ausländische Zeithorizont am 31. vorbei ist, also 31.12. in der Nacht und der Schweizer Horizont, also national gesehen, bis Ende September das der Fall ist. Und darum müssen wir jetzt schauen, was da jetzt noch machbar ist. Gut, vielen Dank, coole Vater. FM1 Kickoff.